so einem Wahltag heute, an dem ja einiges hängt. Fiebern Sie da noch mal ein bisschen mit den alten Brüsseler Kollegen? Ja, aber ganz bestimmt. Denn wenn man mal selber auf so einem Wahlzettel gestanden hat und bang den Umfragen entgegenschaut, ob man jetzt tatsächlich auch reingekommen ist und gewählt worden ist, dann stellt sich so eine Nostalgie zu diesem Gefühl immer wieder ein, wenn solche Wahlen stattfinden. Und wir waren natürlich heute Morgen auch schon wählen. Genau. Wir werden jetzt nicht wiederholen, was wir eben gerade am Rand der Bühne schon gemacht haben, nämlich zu spekulieren, wer könnte denn Kommissionspräsident oder Kommissionspräsidentin werden. Dafür muss man auch erstmal das Wahlergebnis abwarten. Nicht nur, weil das der Respekt gebietet, sondern auch die Klugheit. Wir wollen über Ihr Ressort reden. Sie sind in der Bundesbank zuständig für die Bankenaufsicht. Wir haben vorhin Sabine Lautenschläger hier gehabt, die auch für die Bankenaufsicht zuständig war. Und das sind ja noch nicht alle. Wie teilen Sie sich die Aufgaben mit der Europäischen Zentralbank? Ja, vielen Dank erstmal auch für Ihr Interesse an dem Thema Bankenaufsicht. Es ist ja letztlich in unser aller Interesse, dass die Banken stabil sind, dass die Banken genug Eigenkapital vorhalten, dass sie in der Krise bestehen können, weil wir alle haben unser Geld bei diesen Banken liegen. Die Banken sind deswegen hochreguliert, weil es halt um unser aller Geld geht. Und wir kümmern uns darum, dass die Banken diese strengen Vorschriften, die es gibt, auch tatsächlich alle einhalten. Jetzt haben wir aber einen europäischen Bankenmarkt und deswegen macht es wenig Sinn, wenn jeder da in der Bankenaufsicht so sein eigenes Ding macht, weil es dadurch natürlich unterschiedliche Stabilitäten geben würde. Aber dadurch, dass die Märkte so miteinander vernetzt sind, haben wir alle während der Finanzkrise gesehen, wenn es einer Bank in Italien auf einmal ganz schlecht geht, geht es allen anderen dann auch wiederum schlecht. Und deswegen hat man sich als Lehre aus der Finanzkrise entschieden, die Bankenaufsicht teilweise europäisch zu organisieren. Und da sitzt an oberster Stelle die Europäische Zentralbank. Dort war Frau Lautenschläger auch tätig. Und die Europäische Zentralbank, die beaufsichtigt die ganzen großen Banken, ja, die grenzüberschreitend tätig sind und so weiter. Und die kleinen und mittleren Banken, die werden von uns hier in Deutschland beaufsichtigt. Und das, was halt das Schwierige ist an der Bankenaufsicht, sie müssen praktisch wöchentlich, monatlich, jährlich, müssen Sie halt da in die Bücher reinschauen und gucken, ob die Regeln tatsächlich eingehalten worden sind. Und diese Aufgabe hat die Bundesbank. Wir prüfen monatlich die Liquidität, alle 3 Monate prüfen wir das Eigenkapital, am Ende des Jahres die Bilanz, dann haben wir noch Untersuchungen vor Ort und so weiter. Und da sind immerhin von der Bundesbank 1500 Leute mit beschäftigt. Wir arbeiten dann zu, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, aber auch der EZB. Das heißt, wir sind, wenn Sie so wollen, im Maschinenraum der Bankenaufsicht unterwegs. Und ist die Annahme richtig, wenn Sie sagen, dass die Bundesbank für die kleinen und mittleren Banken zuständig ist, dass Sie vor allem die Sparkassen und die Volksbanken prüfen oder ist das zu eng gefasst? Nein, die kleinen und mittleren Institute, wir haben ja in Deutschland etwa 1600 Banken, davon sind etwa 1300 sind Sparkassen und Genossenschaftsbanken, aber es gibt ja auch viele noch kleinere Privatbanken, die an der einen oder anderen Stelle unterwegs sind und die sind auch unter unserer Fittiche. Gut, nun gibt es noch jemanden, der Banken prüft und beaufsichtigt, der heißt BaFin, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen. Genau. So, nochmal, da ist dein Dritter im Spiel. Wie wirkt man da zusammen? Also vielleicht kann man das ein bisschen so vergleichen, wie das Zusammenspiel von Staatsanwaltschaft und Gericht. Ja, wir sind mehr oder weniger die Staatsanwaltschaft und wir ermitteln, wir sind, wenn Sie sollen, auch die Polizei, aber wir fällen nicht die Entscheidungen. Das macht die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, die sagt dann, eine Bank muss womöglich mehr Kapital vorhalten als vorher oder sie erlässt einen Bescheid, dass sie ihr IT-System überarbeiten soll. Und insofern haben wir da eine Aufgabenteilung. Wir machen die Analysen und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen bei den kleinen und mittleren Banken und die EZB bei den großen Banken, die treffen dann mit uns zusammen die Entscheidung. Nun war vorhin ein junger Mann bei mir hier neben der Bühne, der bedauerte, dass wir keine Mikrofone hier im Garten haben, sodass Sie keine Fragen stellen können. Das bedauere ich auch, aber ich habe ihm angeboten, dass er mir seine Frage nennt und dass ich sie Ihnen dann stelle. Und er fragte,
da sind ja noch Leute, noch andere Leute, die eine Bank kontrollieren, nämlich die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die in die Banken reingehen und ihren Jahresabschluss prüfen und ihre Geschäftstätigkeit prüfen, die aber gleichzeitig auch die Banken beraten und von ihnen bezahlt werden. Und seine Frage war, wie kann denn unter solchen Bedingungen eine unabhängige Prüfung überhaupt möglich sein? Ja, also der Wirtschaftsprüfer prüft die Banken unter völlig anderer Perspektive als wir. Der prüft nämlich, ob aus der Sicht derjenigen, denen die Banken gehören, ob da ordentlich gewirtschaftet worden ist. Ja, ob die Bilanzen stimmen, ob die Rechnungsführung gescheit ist und so weiter. Das ist deren Perspektive. Unsere Perspektive ist aber die der Allgemeinheit. Wir prüfen die Banken unter dem Gesichtspunkt, sind sie stabil und gefährden sie nicht unser Wirtschafts- und Finanzsystem im Ganzen. Insofern ist das eine ganz klare Aufgabenteilung. Die Beratungstätigkeit und Prüfungstätigkeit von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die wurde, und das ist auch eine Konsequenz der Finanzkrise gewesen, die wurde sehr stark eingeschränkt. Mittlerweile dürfen nicht die gleichen Leute die Banken beraten und sie auch gleichzeitig prüfen. Hier muss es eine klare Trennung geben. Das ist auch eine richtige und eine vernünftige Regelung, weil es sonst praktisch bei den Prüfern einen Interessenskonflikt gibt. Ich bin ja nun ein Mann aus dem vorigen Jahrhundert und eigentlich immer mit dem Gedanken aufgewachsen, dass Banker so stinkseriöse Leute sind, manchmal etwas steif, aber sehr konservativ etc. Und nun haben wir doch erlebt, auch sehr besorgt, ihre Vertrauenswürdigkeit zu bewahren. Und nun haben wir doch in den letzten Jahren erlebt, dass einige Banken, auch einige, die gar nicht so weit weg von hier sind, doch wegen ihres Verhaltens zu enormen Strafzahlungen verdonnert worden sind. Milliarden. Also ich habe vorhin schon mal gesagt, da hatte man das Gefühl, dass einstmals ehrbare Institute fast zur kriminellen Vereinigung geworden sind. Jedenfalls, wenn man die Höhe der Strafen sieht. Hat da die Bankenaufsicht was verpennt? Also es ist tatsächlich. Oder gilt da auch der Satz, dass sie für die Sachen gerade nicht zuständig waren? Naja, also zunächst einmal muss man sagen, dass es hier wirklich gravierende Verfehlungen gegeben hat, die auch wir uns in dieser Dimension nicht haben vorstellen können. Nicht nur bei uns, auch weltweit. Das ist schon skandalös gewesen. Aber man sollte hier auch nicht alle in einen Sack werfen. Es sind immer Einzelpersonen mit einer ja fast kriminellen Energie gewesen an bestimmten Stellen, wo man das machen könnte. Dennoch ist unser Gesamteindruck in der Bankenaufsicht, dass in den deutschen Banken, die wir überblicken, dass die im Großen und Ganzen solide und seriös wirtschaften. Einzelfälle hat es in der Tat dort gegeben. Natürlich ist es so, dass die, wenn sie zum Beispiel Manipulationen von Devisengeschäften machen, das ist jetzt nichts, was im Blick der Bankenaufsicht ist. Wir gucken, dass genug Eigenkapital vorhanden ist, wir gucken, dass genug Liquidität vorhanden ist, aber wir sollen normalerweise auch dafür sorgen, dass ansonsten compliant sozusagen verhandelt wird. Nur, wenn ich das Beispiel oder das Bild nochmal bemühen darf von der Polizei, es ist nicht immer die Schuld der Polizei, dass Diebstähle begangen werden. Unser deutsches Bankensystem ist ja auch in Europa relativ speziell. Also in anderen Ländern gibt es fast nur große Banken. Bei uns gibt es die öffentlichen Banken oder die öffentlich-rechtlichen Banken, also die Sparkassen. Es gibt die Genossenschaftsbanken, das sind die schon erwähnten eher kleineren Geldinstitute. Und ich weiß so aus meiner Tätigkeit in Brüssel, dass zum Beispiel in der Kommission viele sagten, ja, wieso muss das denn da bei euch so sein? Kann das nicht so sein wie in anderen Ländern, wie in Holland oder in Frankreich etc.? Und ich habe dann als Entgegnung immer gehört, ja, aber wenn man mal so die letzten Jahre nimmt, die großen Bankskandale, die es gegeben hat, auch die großen Fehlleistungen von Banken, die habe es eigentlich nicht gegeben bei Sparkassen oder bei Volksbanken. Ist das ein zutreffendes Bild eigentlich? Also in der Tat ist es so, dass die kleinen und mittleren Banken, die in der Fläche unterwegs sind, gut durch die Finanzkrise gekommen sind und Skandale hat es dort auch nicht gegeben. In der Sparkassenorganisation war es dann schon wieder schwieriger. Landesbanken gehören ja im Grunde Sparkassen. Und insofern kann man es nicht so generell sagen.
Wir haben in der Tat sehr, sehr viele Banken. Die Hälfte der Banken in Europa, die es in Europa gibt, sind in Deutschland. Das ist aber auch ein Spiegelbild unserer Wirtschaftsstruktur, weil wir haben eben viele kleine und mittelständische Unternehmen überall in verschiedenen, über das ganze Land verteilt. Und die brauchen halt vor Ort Kredite, die brauchen vor Ort die Möglichkeit, ihre Liquidität zu managen und so weiter. Das heißt, diese Bankenstruktur ist auch ein Spiegel unserer Wirtschaftsstruktur. Dennoch ist es so, dass es schon noch sehr, sehr viele ganz, ganz kleine Banken gibt, die sich schon hart tun, ja, mit den ganzen Anforderungen, regulatorischer Art des Geschäfts. Und deswegen haben wir in den letzten 25 Jahren auch eine riesen Konsolidierung gesehen. In der Zeit hat sich die Zahl der Banken in Deutschland praktisch halbiert. Auch im letzten Jahr haben wieder 150 Banken sind Fusionen eingegangen. Insofern ist es auf einem weiteren Weg der Konsolidierung. Insgesamt muss man aber sagen, hat sich in der Finanzkrise gezeigt, dass ein solches diversifiziertes, verteiltes Bankensystem auch ein Stabilitätsfaktor ist. Es ist bei uns eben nicht das gesamte Bankensystem ins Wanken geraten, weil einige große Schwierigkeiten hatten, sondern die große Zahl der kleinen und mittleren Banken hat unserem Bankensystem eine enorme Stabilität gegeben und die wollen wir auch in Zukunft erhalten. Als wir infolge der Bankenkrise da so nach 2008, 2009 auch in der EU die Vorschriften sehr verschärft haben, auch die Aufsicht sehr verschärft haben, da waren eigentlich diese kleinen Banken eigentlich ziemlich sauer, weil die sagten, wir haben eigentlich nie ein Problem geliefert, aber ihr Politiker oktroyiert uns jetzt hier eine Bürokratie, die uns hier wahnsinnig belastet, für die wir eigentlich viel zu klein sind, nur damit ihr uns besser kontrollieren könnt, dabei waren wir nie das Problem. Hat man da in der Praxis jetzt einen Ausgleich gefunden? Ist das so, dass man sich da so zurechtgeruckelt hat? Also es ist schon so, dass die kleinen und mittleren Banken unter den verschärften Vorschriften sehr stark zu leiden haben. Auf der anderen Seite ist es halt auch schwierig zu sagen, ja, die großen Banken müssen viel strengere Anforderungen einhalten als die kleinen Banken, weil am Ende konkurrieren sie auch miteinander und da muss es ja ein Level Playing Field, also gleiche faire Wettbewerbsbedingungen geben. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass auch wir als Aufseher natürlich auch unter diesen Wust an neuen Vorschriften zu leiden haben, weil wir müssen ja kontrollieren, ob die ganzen Regeln eingehalten werden. Und deswegen haben wir in den letzten Jahren eine Initiative gestartet, dass man, sagen wir mal, bestimmte Meldepflichten, Dokumentationspflichten und so weiter für kleine und mittlere Banken reduziert. Und gerade in der letzten Woche ist in Brüssel ein großes Gesetzgebungspaket verabschiedet worden, wo man den Einstieg geschafft hat, für kleine und mittlere Banken die Anforderungen etwas zu lockern. Und wir werden uns auch in den nächsten Jahren in der neuen Legislaturperiode in Brüssel dafür einsetzen, hier bei den Banken von unter 5 Milliarden Euro Bilanzsumme weitere Erleichterungen durchzuführen. Aber lassen Sie mich das noch sagen, das heißt nicht, dass die Aufsicht für die dann weniger wird oder dass die Anforderungen insgesamt zurückgenommen werden. Also es wird kein Bonus sozusagen in den strengen Aufsichtsregeln geben, aber Erleichterung bei dem tagtäglichen Geschäft. Ihr Job ist ja eigentlich mit der Aufsicht zu verhindern, dass diese Geldinstitute in die Probleme schlittern, nicht? Kommt es da eigentlich mal vor, dass Ihnen dann so ein Sparkassendirektor oder ein Volksbankchef sagt, liebe Leute, ihr kommt da von der Zentralbank und wollt mich kontrollieren. Ein großer Teil meiner Probleme kommt daher, dass ihr in eurem Zentralbanksystem die Zinsen so niedrig haltet und bei mir die Margen nicht mehr ausreichen, eigentlich um die Personalkosten zu decken und überhaupt unsere Kosten zu decken. Ist Ihnen das schon mal vorgekommen? Das passiert praktisch jede Woche. Ja, egal wen man trifft, beschweren sich die Bankleiter über die niedrigen Zinsen. Und in der Tat ist es natürlich so, dadurch, dass wir zum Teil sogar Negativzinsen haben, machen die Banken einfach keinen so großen Gewinn mehr, wenn sie Einlagen reinnehmen und Kredite auslegen. Das ist ein Nebeneffekt von dieser Niedrigzinspolitik, die wir im Moment haben. Nur, lieber Herr Krause, meine sehr verehrten Damen und Herren,
die Festlegung der Zinsen erfolgt ausschließlich zu dem Ziel, den Euro stabil zu halten. Und wir können die Geldpolitik nicht danach ausrichten, dass jetzt die Banken mehr Profite machen. Außerdem ist es im Übrigen so, dass die Zentralbanken für ihre Geldpolitik immer kritisiert werden. Wenn es Niedrigzinspolitik ist, beschweren sich diejenigen, die Geld haben und das anlegen wollen. Wenn aber die Zinsen hoch festgelegt werden, dann beschweren sich diejenigen, die Kredite aufnehmen, ob Firmen, ob Privatpersonen, ob Leute, die ein Auto leasen. Das heißt, wir sind als Zentralbanker ziemlich unempfindlich gegenüber solchen Vorwürfen. Wichtig ist, dass wir an der Linie festhalten, die Geldpolitik wird ausschließlich daran ausgerichtet, dass der Euro stabil ist, und dann daran haben nun alle ein Interesse. Sie sprachen darüber, dass die Banken, also die Sparkassen, die Volksbanken Ihnen in regelmäßigen Abständen Daten liefern müssen. Wie stellt man sich das praktisch vor? Sind die dann selbst zuständig dafür, was sie liefern, oder schicken Sie da auch Prüfer hin? Und wie geht es dann hier weiter dann mit den Daten in der Bundesbank? Ja. Sitzen Ihre Mitarbeiter da drüber und rechnen dann nochmal durch, ob alles passt, oder was passiert dann? Ja, das ist ein ziemlich aufwendiges Verfahren. Das sind riesige Datensätze, die wir in einem bestimmten Format digital eingeliefert bekommen. Und unsere IT-Systeme, da ist dann auch schon ein bisschen künstliche Intelligenz und so weiter dabei, die machen dann erstmal eine Plausibilitätsprüfung, ob das eigentlich in sich stimmig ist, das Zahlenwerk, was uns da eingeliefert wurde. Und dann werden die Daten den jeweiligen Prüfern übermittelt, die sich das dann im Einzelnen anschauen. Und auf der Basis reagieren wir dann aufsichtlich. Entweder wir sagen, ist in Ordnung, oder wir stellen fest, da sind Fehler, da gibt es Berechnungen, die stimmen nicht. Dann können wir zusätzliche Kapitalanforderungen tätigen. Das ist sozusagen die laufende Aufsicht. Aber wir können auch Inspektionen vor Ort in den Banken machen, und das machen wir auch regelmäßig. Sind Teams, die dann in den Banken einfallen sozusagen und sich die Bücher zeigen lassen und gucken, ob das alles seine Richtigkeit hat. Sie haben mir jetzt den Gefallen getan, über eine Brücke zu gehen, die ich eigentlich erst halb gebaut hatte. Denn Sie sind auch für die Digitalisierung hier im Haus der Bundesbank zuständig. Und Sie haben gerade schon gesagt, das ist da... Digitalisierung ist in meinem Verständnis auch Automatisierung. Ich habe Papiere zur Digitalisierung aus der Bundesbank gelesen in der Vorbereitung auf den heutigen Tag, und ich gebe Ihnen zu, ich habe nichts verstanden. Das war so alles so Computersprech. Deswegen müssen Sie das alles jetzt ausbessern, was in meinem Kopf... Das soll ich jetzt in 5 Minuten erklären. Aber die Frage ist, also... Ich verstehe, Sie sind da noch Menschen dabei, die Banken prüfen, aber Sie haben auch schon gesagt, da ist eine gewisse Automatisierung dabei. Das heißt, haben Sie schon Softwareprogramme, die dann sozusagen bei bestimmten Datenkombinationen irgendwie eine rote Lampe angehen lassen oder einen Bericht auswerfen und sagen, hier, guck mal hier näher nach? Oder wie muss man sich das als Laie, ich bin Computerlaie, wie muss man sich das vorstellen? Also Sie haben jetzt eigentlich zwei Elemente von Digitalisierung angesprochen, die grundverschieden sind. Das eine ist die Automatisierung von bestehenden Prozessen. Also das Einreichen von den Daten bei der Bankenaufsicht geschah früher so. Die Leute haben halt Formulare ausgefüllt, haben die dann ausgedruckt, haben die uns mit der Post geschickt und wir haben die uns dann angeschaut. Heutzutage füllen die in IT-Formulare ein. Da werden aber die einzelnen Datenfelder sind so ausgestaltet, dass wenn die bei uns ankommen, die von unserer IT gelesen werden können und schon ein Stück weit verarbeitet werden können. Und hier gibt es eigentlich gibt es das eine, dass man halt bestehende Prozesse digital macht, also statt Papier halt eine Datei. Aber das ist noch nicht Digitalisierung, ja? Weil diese Automatisierung, die machen wir hier seit 40 Jahren. Wir haben hochleistungsfähige IT-Systeme. Es gibt 1000 Leute in der Bundesbank, die in der IT beschäftigt sind. Wir betreiben kritische Infrastrukturen, das heißt Infrastrukturen, die für die Aufrechterhaltung unserer Wirtschaftstätigkeit von elementarer Bedeutung sind, wie Zahlungsverkehrssysteme, auch die Bargeldverwaltung und so weiter. Aber digitale Innovation ist dann nochmal was ganz anderes, weil da geht es nicht darum, bestehende Prozesse zu digitalisieren, sondern da geht es darum, über das, was man macht, nochmal ganz neu nachzudenken. Und da kommen wir dann zu Ihrem Gedanken, dass vielleicht
wäre es ja viel besser, wenn wir, ich bleibe mal beim Beispiel Bankenaufsicht, ja, wenn wir gar nicht mehr uns die Daten liefern lassen, sondern wir haben unsere Sensoren sozusagen in den IT-Systemen der Banken und können praktisch in Echtzeit gucken, ob da irgendwas passiert, und dann leuchtet eine rote Lampe auf, wenn man feststellt, wenn man alle deutschen Banken vergleicht, auf einmal gibt es bei einem einen riesen Ausreißer, dann macht es bling, bling, bling und dann kümmert sich der Aufseher darum. Aber das sind noch sehr Vorstellungen, die weit in die Zukunft greifen, aber wir beschäftigen uns intensiv damit und ich ganz persönlich sehe daran eigentlich die Zukunft, weil wir dann im Grunde nicht mehr nachträglich Fehler korrigieren, sondern mehr oder weniger in Echtzeit Mängel abstellen könnten. Und das wäre natürlich ein riesiger Gewinn für die Finanzstabilität. Also das ist das, was Sie anstreben, habe ich verstanden. Gibt es andere Dinge, die Sie dann unter dem Stichwort Digitalisierung machen können, die Sie bisher nicht machen können? Oh ja, also es ist ja so, dass eigentlich, sagen wir mal, die Reputation der Bundesbank, der gute Ruf der Bundesbank beruht auf unseren analytischen Kompetenzen. In der Geldpolitik, in der Wirtschaftsentwicklung, aber auch in der Finanzstabilität, auch bei der Bankenaufsicht. Und wenn es jetzt heute so oder wenn es in Zukunft so wird, dass um das Optimale aus dem, was man an Daten hat, rauszufinden, man eben künstliche Intelligenz einsetzen muss, ganz andere IT-Systeme einsetzen muss, dass man eben auch auf Daten außerhalb der Bundesbank, in Social Media, im Netz und so weiter zugreifen kann, dann ist es wichtig, dass wir diejenigen sind, die davon bestmöglich Gebrauch machen, weil dann können wir auch unseren Auftrag besser erfüllen. Das heißt, wir werden in den nächsten Jahren enorm investieren in solche technischen Möglichkeiten, damit wir das, was wir Ihnen und allen in Deutschland versprechen, nämlich für Stabilität zu sorgen, dass wir das in Zukunft mit diesen digitalen Instrumenten noch viel besser machen können als heute. Die Bundesbank ist auch Bank der Banken. Also alle Banken haben bei Ihnen Konten. Das heißt, die müsste doch ein unglaublich attraktives Ziel für Hacker sein. Ja, haben Sie es schon erlebt? Ja, wir werden tagtäglich angegriffen. Wir bekommen Mails mit irgendwelchen Malware, also Schadsoftware, die hier versucht wird einzufliegen. Gerade in der letzten Woche haben wir wieder so eine Attacke gehabt, die wird mittlerweile auch, das wird immer schwieriger, das abzuwehren. Und deswegen beschäftigen wir einen großen Stab von sehr exzellenten Fachleuten in unserer IT-Sicherheit. Bis heute, toi toi toi, hatten wir noch keinen wirklich gravierenden Angriff, der zu gravierenden Schäden geführt hat. Aber in anderen Zentralbanken ist das anders gewesen. In Bangladesch zum Beispiel wurden mehrere zig Millionen Euro mehr oder weniger entwendet über die Zentralbank. Das heißt, es ist für uns eine ständige Aufgabe, uns gegen solche Angriffe zu wehren. Da arbeiten wir auch mit unseren Kollegen aus anderen Zentralbanken, mit dem Eurosystem, mit der EZB, aber auch mit nationalen Stellen zusammen. Und wenn Sie wüssten, wie schwierig das für mich ist, meine E-Mails abzurufen, wie viele Codes ich eingeben muss, durch welche Server und welche Filter das alles durchläuft, damit bei mir nichts Schlechtes ankommt, da würden Sie sich wundern. Ja, aber das ist halt nötig, damit man sich schützt gegenüber solchen Angriffen. Also dann schreibt man Ihnen besser einen normalen Brief wahrscheinlich, ne? Das, wenn man mit Ihnen kommuniziert. Nein, die E-Mails kommen schon irgendwie an, aber es sind halt sehr komplexe, sehr anspruchsvolle Systeme zwischen dem Eingang und dem Aufruf geschaltet, damit wir eben nicht infiziert werden. Lieber Herr Wörmeling, wir sind schon am Ende des Gesprächs, aber dass Sie es bisher geschafft haben, die Attacken abzuwehren, ist doch eine gute Nachricht. Herzlichen Dank und Ihnen danke für Ihr Interesse. Herzlichen Dank fürs Zuhören.